Und damit herzlich willkommen zu Mission 29 im aggressiven Kreuzzugmarsch Blutrote Flüsse, wo wir gegen 4 Ratten und ein Schwein in den Ring geworfen werden und einen einsamen Sultan, der irgendwo links rumlungert. Und ich würde mal sagen, um mal ganz kurz ein bisschen die Strategie durchzugehen, wie ich mir das vorgestellt habe, wir richten uns wirklich ein bisschen nach der KI-Priorisierung. Mal wirklich kurz Schlachtplan. Ratten greifen grundsätzlich... Es ist schon fast so, als wäre ich in einer Tierdoku und würde jetzt so allgemeine Verhaltensmuster erklären. Aber ja, die Ratten greifen hauptsächlich immer den menschlichen Spieler an, wenn einer da ist. Nur andere Ziele, das nächste Ziel, wenn kein menschlicher Spieler da ist. Bedeutet, die 4 Ratten werden garantiert auf uns gehen. Egal, ob Sultan da ist oder nicht. Der Sultan geht immer auf den nächsten Gegner. Das heißt, der Sultan wird die orangene Ratte angreifen. Das Original, den Depüs. Das Schwein geht immer auf den Reichsten. Das heißt, im Idealfall lasse ich die Ratte hier oben leben, dass der Sultan auf ihn einprügelt und schaue, dass ich von meinem Geldbetrag, von meinem Reichtum unterm Sultan liege. Dann haben wir die schöne sind wir in der schönen Position, dass der Sultan diese Ratte hier ziemlich zerlegen wird im Laufe der Zeit. Das Schwein wird den Sultan schwächen. Gute Frage, ob der Sultan dann noch die Ratte umnatzen kann, wenn er vom Schwein angegriffen wird. Und ich muss mich im Grunde einfach nur um die 3 Ratten kümmern und habe im Süden ziemlich gut meine Ruhe. Was den Spielstil angeht, wir haben mal wieder 10.000 Gold und ich habe es in dem Kreuzzugmarsch noch gar nicht großartig gemacht. Wir spielen mal vorrangig mit arabischen Einheiten. Vorrangig heißt so viel wie, ich werde mich sehr danach richten, auch zu Beginn, aber ich werde mich nicht rein drauf festlegen. Es ist nicht wie beim alten Kreuzzugmarsch, wo ich sage, ich mache jetzt nur Kreuzritter oder nur Araber. Ich gehe zu meinem eigenen Weg, meinen eigenen Stil. Wir fangen einfach mal an. Und wie es dann weitergeht, das würde ich zeigen, würde ich mal sagen. So, Eure Beliebtheit sinkt. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. So. Für den Start vielleicht ein bisschen Äpfel. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Okay, schauen wir mal, wie wir am Ende aufbauen werden. Aber ich mache erstmal ein bisschen was hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich hätte gerne trotzdem einen Burgkern. Ich hätte gerne schnell Truppen. Das ist auch sehr wichtig. Tun wir erstmal auf den Backfield drauf. Es werden Rekruten benötigt. Wir werden Rekruten benötigt, Sire. So, dann hätte ich gerne etwas, was mir da unten die Sachen kaputt macht, ohne gleich eine große Feuersbrunst auszulösen. Dementsprechend nutzen wir mal ein paar Meuchelmörder dafür. So, Ratte da, Sultan da oben. Da haben wir noch eine weitere Ratte. Da natürlich weiter Ratten, Ratten, Ratten und ein Schwein. Aha. Interessant. Ich verstehe. Ich meine... Das größte Problem mit Söldnern ist halt teuer. Und gerade im Early Game kannst du damit... Wenn man nicht genug Stadtgold hat, macht man sich damit oftmals zu schnell pleite. Aber mal mit so viel Stadtgold können wir das gerne, also wirklich ohne große Probleme mal machen. Oh mein Gott, müsst ihr jetzt die ganze Zeit hier rumnerven? Ernsthaft? Ich mach ein paar Patrouillen hier unten. Etwas, was schnell agieren kann. Ich treffe die halt auch nicht. Das ist grausam. Haut ab. Runter von meinem Rasen, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich selbst angebaut. Und Jahre, über Generationen gepflegt. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. So. Hamba. Kabamba. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Oh, hi. Ja, komm. Solange es nur Ratten sind, ist das eigentlich alles noch halbwegs geritzt. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Bin gerade überlegen, was würde ich gerne... Ja gut, große Türme sollen helfen, habe ich gehört. Womit habe ich das verdient? Nach außen gerichtet habe ich dann sogar ein bisschen Platz. Das spricht nicht so viel gegen. Juhu. So.
Kommt mal ein bisschen hoch, habt ein bisschen Spaß. Das die ganze Zeit. Wie so ein Rattenschwarm, ne? Ich meine, so verkehrt ist es ja gar nicht mal vom Gedankengang her. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Apropos Brot. Bitte gerne, danke. Ja. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Also hier geht echt gerade ein bisschen die... Dir steppt gerade die Fliege auf dem Brot. Das ist nicht ohne. Und mal ein paar Schwertis ran. Jawohl. Oh ja, das ist... Gut, okay, man merkt auch, dass die viel Stadtgold haben. Ich frage mich, woher. Ah, Sultan macht aber auch ein bisschen Stress. Ja, ganz ehrlich, so wie die Ratte hier abgelenkt ist, wird das Sultan nicht lange brauchen. Geldtechnisch bin ich unserem Sultan, oder? Aber nur knapp. Ich habe zu viel Geld. Ah! Schnell was verkaufen, damit ich noch mehr Geld habe, ne? Ich weiß, wie ich die Prioritäten setze. Ich mach mal ein paar Schleuderer. Ich glaube, ein paar Schleuderer könnten ganz gut helfen. Ich meine, das wird wenigstens auch eine preisgünstige Option. Es wird eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Ein bisschen Holz hätte ich eigentlich auch gerne. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Großartig. So, was ist denn hier alles schon wieder los? Okay, das ist ein bisschen uncool, was ich hier sehe. Sehens bin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Sollte aber noch so weit passen. Holz haben wir echt nur das bisschen. Gut, da unten kommt, setzt sich noch ein bisschen was lang. Ansonsten sind wir Holz ein bisschen arm dran. Aber Stein hätte ich gerne. Vielen Dank. Und gerne noch ein bisschen mehr. So, das größte Problem ist, sobald diese Ratte tot ist, wird der Sultan auf mich gehen. Ich bin mit allem, mit meinem Bogenschützen bin ich gegen alles gut gefeit, nur nicht gegen arabische Schwertkämpfer vom Sultan. So wird's wieder hässlich, ne? Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten! Halt, Brauerei nochmal neu. Wie gerade reingegangen ist, arbeiten begonnen. Oh Mann! Dieser blöde Stein da. Wo kommt denn der eigentlich her? Was macht denn der hier? Eine Nachricht der Ratte. Unverschämte Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Oh, die ersten PR. Stimmt, Pikiniere hat die Ratte ja auch. Das könnte interessant werden. Aber Pikiniere gehen immer noch mit Bogenschützen. Ja gut, okay. Nicht schneller dann als mit Armbrustschützen, aber... Zumindest habe ich da... jetzt erstmal noch ein bisschen... Das Schwein geht auf mich? Nee, das ist nur abgebogen falsch, alles klar. Das bin ich schon wieder viel zu lange überlegen, wie ich meine Burg machen will. Weil ich auch... Es geht das gerade wirklich rein mal noch Optik wieder? Ja, rein mal, das würde ich so eine Ausnahme machen, ne? Natürlich, ja, ausnahmsweise geht es mal noch Optik, ne? Ist ja sonst nie der Fall. Shit. Das ist nicht gut. Wolltest du mal erwähnt haben. Aber so geht's. Aha. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Der Bergfried ist komplett. Juhu! Der innere Ring ist soweit durch.
Und ja, ich hab's richtig gesagt, der innere Ring. Das soll jetzt einfach nur der Kern sein, da will ich noch was außen rum bauen. Wir hatten lange keine Burgbaufolge mehr. Und das ist eine Mission, dass sich's mal anbietet, weil hier bin ich jetzt erstmal ein bisschen... Ich sehe schon kommen, ich bin's nur so lange gestört, bis ich wieder gekillt werde. Aber ich glaube, hier sind wir ein bisschen besser gefeit vor möglichen Bedrohungen aller Art. Ob jetzt der extraterrestrischen oder was auch eine immer. Nachricht der Ratte. Unverschämter Fremdling. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ja. Ein Ende bereiten. Ein bisschen Bier gönne ich mir. Ich sehe. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Hi, bye, danke. Der Berg von ist komplett. So, dann hätte ich aber auch noch wirklich gerne eine Nachricht der Ratte. Flegel, ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Hier wird keins mehr reinpassen. Aber Hauptsache, wir haben hier ein bisschen was aufgestellt. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Okay, dann sollten wir langsam mal was tun im Bereich. Unsere Lebensmittelvorräte, keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Entrattung. Entrattungsmaßnahmen werden eingeleitet. Passt perfekte Schenke zwischen rein. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Alter, was planst du denn die ganze Zeit für Vorgehen? 5, 6. Ich meine, gegen Ratten helfen einfach nur Schwertis. Die ganze Zeit hier. Okay, alles klar. Ey, der hört halt einfach nicht auf. Das ist unglaublich. Eine Nachricht der Ratte. Ja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Oh, wird jetzt gerade gleich weggenudelt oder was ist los? Könnte gut sein, ne? Was sagt meine Bevölkerung? Kurzer Schwenk zur Bevölkerung. Wir haben Hunger, haben Hunger. Ah ja, ich gebe zurück ins Studio. Ihr könnt das nicht dort. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt. Okay, ich dachte gerade die. Okay, wir haben eine schnelle Planänderung. Ich hätte nicht gedacht, dass. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch der arme Sultan hatte einen plötzlichen Offscreen-Tod. Interessant. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Dann weiß ich ja Bescheid. Ihr könnt liebes Schwein. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Damit es auch die letzte Sau verstanden hat. Mustahil. Eure Beliebtheit steigt. Maulai Ilal Amam. Ja, ich glaube, ich hätte langsam gerne mal ein bisschen Geld. Das Volk huldigt ihr aus Schank regelt. Das Volk huldigt euch, Sam. Warte, mit negativem Angstfaktor. Huhu. Okay, jetzt wird wahrscheinlich bald auch das Schwein nerven. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Streich das bald. Schneller als mir lieb ist.
Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Da haben wir einen ganz guten Blob. Ich müsste mal auf Rattenjagd gehen. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Okay, ja, so gerne ich jetzt auch meine Defensive boosten würde, weil das wird gerade echt ein bisschen knapp, wenn ich das nicht tue. Man darf nicht vergessen, ich muss trotzdem ein bisschen was machen. Schauen wir mal, ob das reicht, um der Ratte hier einen Schlussstrich... Eine Nachricht vom Schwein. Okay, Schwein greift an. Könnte langsam ein bisschen eng werden. Das könnte wirklich... Ach du Scheiße, was kommt denn da? Oh mein Gott, ich sehe gerade die Katapultwelle des Todes. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kannst du ja auch noch ändern. Oh shit, musst du dich jetzt einmischen. Genau, ihr habt ihn gehört. Die Katapulte sind ein großes Problem. Ein erträglicher Verlust. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Feind ist zu nahe, bla bla. Okay. Eine Nachricht der Ratte. Vielen Dank. Meine stupferhaften Puppen haben einfach meinen gar nicht verstanden. Okay, diese Menge an Beschuss ist echt uncool. Ich würde gern... Darf ich irgendwo Beschwerde einlegen? Okay, Geld. Danke. Halt. So. Eine Nachricht. Danke. Bitte, nein, bitte. Tut mir nicht weh. Bitte nicht. Holy. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichtet. Ich meine, ein Schutzschild aus Stein könnte helfen. So, jetzt machen wir mal das meiste hier weg. Puh, also das war jetzt wirklich die Ultra-Katapult-Karawane, die... Eure jämmerliche Armee zertrampeln. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Eine die der feine Herr Richtung Sultan geschickt hat und dann zu mir abgedreht hat. Der Sultan ist schneller gestorben, als ich dachte. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass der die Ratte erstmal fertig macht und so. Heiß und fertig. Heiß und fertig ist übrigens auch die Tinder-Beschreibung von Emils Mutter. Okay, wir wollen weiter. Wir benötigen Steine. Ach du liebe Zeit, da kommt echt ein bisschen was. Ich hätte gerne mal ein paar Feuerwerfer. Aus offensichtlichen Gründen. So. Alles klar, wir haben ein kleines Problem. Ein erträglicher Verlust. Vorrangig, dass ich ständig Gebäude verliere. Wir benötigen Holz. Das Brot kommt hoffentlich bald wieder rein. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende. Ich würde eigentlich noch reparieren. Aber Geld, Geld, Geld. Ich muss mehr investieren. Jetzt habe ich hier eigentlich auch ein paar Feuerwerfer im Start, genau. Wir müssen auch relativ schnell mal ihr Feuerwerfer-Ding tun, weil ich muss ein Tor reparieren. Oh, hier ist er. Hier ist offen. Okay. Wann auch immer das passiert ist, vielen Dank.
fürs Bescheid geben. Eine Nachricht vom Schwein. Meine Männer. Okay, die Sau ist am Anrücken. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Haben die mir alle... Ey, was ist das für eine... Was war das denn bitte für eine Truppe? Das war nicht cool. Da hat mir alle meine arabischen Schwertkämpfer zerhackt. Da kam ein bisschen was, würde ich sagen. Aber meine Wirtschaft steht noch. Sehr gut. Sobald die wieder anläuft, wird alles wieder gut werden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Okay, so gerne ich jetzt eigentlich noch eine Stadt außenrum gebaut hätte, aber ich glaube, ich habe zu viel Druck, um mich darauf zu konzentrieren. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach als Hinterland. Wir benötigen mehr Holz. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Oh, ein Bocki. Oh, ein Bocki. Mach mal weg, bitte. Du bitte auch. Schieß mal mit schweren Geschützen drauf. Bevor ich den Turm verliere, dann habe ich nämlich ein echtes Problem. Ah, so viel zu meiner Wirtschaft. Wir haben doch mehr zerschossen, als mir lieb ist. Und dann wird ein kleines Bocki-Problem. Bocki-Problem behoben. Ich habe mich wohl zu lange ausgeruht und wieder Bogenbau gespielt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Mission tatsächlich eine der leichteren ist. Also auch jetzt wirklich mit diesem Patch. Schon allein, weil man am Anfang doch relativ stark in Ruhe gelassen wird und man dann relativ schnell snowboardt. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Dementsprechend würde ich mal sagen, bevor wir das jetzt noch verlieren und wieder neu starten müssen, komm, das muss ich euch ja nicht jedes Mal antun, fahren wir mal wirklich einen Gang hoch. Sagt der dort Worte einmeucheln, warte. Jetzt zeige ich euch, wie es gemacht wird. Ja gut. Nee, keine Sorge. Ich hau jetzt schon ein bisschen mehr auf. Wir benötigen Steine. Das fängt schon mal damit an, indem wir die Türme hier panzern. Panzer, ich begrüße Sie. Oh, ist das die Balliste? Mach mal weiter. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Pina Colada. Erstmal Pina Colada. Das Volk huldigt unsere Herr, mit dem Geld bitte. Das Volk huldigt euch, Sire. Wir werden überfallen. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püs wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Eine Ladaka. Al-Manjaniqu Mustaid. Achtung, du bist für andere Zwecke hier unten. Holz hätte ich auch gerne mal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Al-Manjaniqu Mustaid. Bisschen ausweichen. Ausweichmanöver. Na. Oh Gott. Nein. Ah, verdammt. Schade. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Maul, Mann. Alles gut, das kann man noch. Jetzt kommt da wieder die Ultra-Rattenschlut. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Ah, da kommen sie durch, aber das ist in Ordnung. Das ist eine kontrollierbare Stelle. Ein erträglicher Verlust.
Da kamen aber doch ein paar Pikiniere durch, muss ich sagen. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Leider ging die Balliste hops. Ich hätte ich gern nochmal. So, bevor das Schwein jetzt wieder nervt. Hör mal. Da. Der Bergfried ist komplett. Da ist er wieder, der gute alte Bergfriedrich. In seiner ganzen Komplettheit. Okay, das sind mir ein bisschen zu viele. Holy! Oh Mann, ich dachte, ich krieg den. Okay, dann erstmal schießt nichts und dann schießt plötzlich alles gleichzeitig. Eine Nachricht vom Schwein. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Wenn da wieder so eine große Horde kommt, die mir meinen. Es werden Rekruten benötigt sein. Einmal rüber bitte. Das gleiche, einmal rüber bitte. Nein, 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 er geht damit hoch. Okay, das ist natürlich doof, dass jetzt unbedingt hier die ganzen Bogenschützen entlang cruisen. Irgendwie kommt bei dem das alles übelst, aber womit hat er bitte meine ganzen Schwertkämpfer vernichtet? Weil die hätte ich ja eigentlich gebraucht. Die waren wichtig für meinen Plan. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Gut, schön. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Komm, der wird gut geröstet, der Bocki. Ah, mein Turm wird aber auch gerade gut geröstet. Okay, verlass das sinkende Schiff. Nee, nee, macht er nicht. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichtet. So, die Bogenschützen sind endlich mal auf Beschussreichweite. Wird schon noch alles. Maulei. Es werden Rekruten benötigt. Ich würde sagen, mit dem das wird schon, fangen wir jetzt mal an. Eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Ich hoffe, das Ding kriegen wir auch. Kann sein, dass die gar nicht beschossen werden, richtig? Amrak, Ilal Amam. Bitte geht. Nach nur viel Matik. Das hat getroffen. Nochai. Jetzt ein bisschen knapper. Na also, meine Güte. Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Okay, das sollte funktionieren. Passt schon. Tatsächlich wollte ich ja sogar mal. Ich hoffe, die 500 Gold kommen gleich rein in die Kasse. Könnte ich gut gebrauchen. So, das ist jetzt gut gepanzert. Ah, jetzt kommt's gleich. Eine Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht.
Sehr gut. Wir benötigen einmal zurückziehen, sammeln. Nachricht der Ratte. Unverschämter Flegel! Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt und bald schon so. Werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Hoch mit euch. Schützen bitte. Ich habe eigentlich gesagt, ich spiele nicht ausschließlich Araber, aber aktuell bin ich wirklich ausschließlich auf arabischen Wege unterwegs. Okay, ich glaube, ich habe damals den Bioschank nicht reingehauen. In die Waffenkammer kann ich so langsam wirklich mal gebrauchen, schon alleine, weil ich würde gerne mal Pikiniere rein kombiniert. Ich würde gerne meine Kombination machen, die ich finde, die viel Potenzial hat. Und das ist arabische Schwertkämpfer plus Pikiniere. Darauf komme ich später aber nochmal. Ja, danke schön, dass alles mal abgerissen wird. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Eine Nachricht der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Ach, sie sind drin. Sie sind drin. Okay, sie sind drin. Sie sind drin. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Gold. Obwohl, so ein großes Problem ist es nicht. Es ist handelbar. Einmal runter und weg. Heute ohne Neustart. Ich bleib dabei. Eine Nachricht der Ratte. Wir fallen auch ohne Laden. Ich hätte euch vernichten sollen. Der Bergfried ist komplett. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Amrokaya Maulai. Hier, die Wangsfaktor könnte mich jetzt gewaltig boosten. Hm, natürlich kommt das Schwein jetzt auch noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Eine Nachricht vom Schwein. Lauf weg, kleines Hündchen. Malikum. Großes Problem könnte es geben. Wenn mir meine ganzen schönen Steinvorräte jetzt wir benötigen Gold. Vernichtet werden. Okay, lief soweit. Ich muss jetzt doch noch den Schweinangriff abwarten. Okay, erwischt. Das kommt alles sehr verzögert hier an. Wisst ihr was, kommt man hier durch. Das sollte eigentlich machbar sein. Genau, jetzt sterbe ich einfach auf Screen, weil ich nicht hingucke. Das wäre geil. Dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich muss sagen, mit der Burg habe ich mir natürlich eine Hand hinten angebunden, weil ich mich so unglaublich passiv eingebaut habe. Dass ich auch dass sehr viele effektive Wirtschaftswege nicht möglich sind. Aber hey. Okay, schlechter Zeitpunkt für einen negativen Angstfaktor, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Den müssen wir mal ganz kurz wieder regenerieren. Ein erträglicher Verlust. Hier müssen wir kurz buffern. Das Volk verabscheut euch, Sire. Oh mein Gott, das Bier ist auch weg. Nee, Moment, na hey, die Arbeiter fürs Bier sind weg. Ah, schlecht.
Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, das jetzt nicht schnell geregelt bekommen. Sein, Snowball, das ist zu stark. Das Volk scheint euch nicht geneigt. Wir müssen nur wieder schauen, dass die Leute zu Burg kommen. Komm, nächster Tick bitte. Okay, ein Tick noch. Jetzt noch mal ein Tick. Unsere Schatzkammer. Jetzt aber wirklich. Unsere Lebensmittelvorräte gut. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Wir werden überfallen. Tut mir leid. Hier ist jetzt geschlossen. Schnauze voll, ey. Ich glaube, da kommt oftmals auch was bei der Foot und nimmer lang. Aber gut, dann finde ich da seitlich auch jedes Mal. So, wir haben noch zwei Ratten, die ich gerne loswerden würde. Erst dann kümmere ich mich um die Sau als Kröne des Finale. Okay, wir haben endlich wieder Leute. Wir haben endlich wieder Bier. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Wir haben endlich wieder Möglichkeit, Steuern zu machen und damit Geld. Sehr gut. Auch der Stein kommt rein. So soll es sein. Ich lasse jetzt mal die Lücke offen. Es ist mir gerade tatsächlich lieber, als dass er ständig meine Wirtschaft zerstören, würde ich sagen. Jetzt kommen die wieder zu meiner Wirtschaft. Naja, gut, okay. So wird sie den Plan. So, gute Menge arabischer Bogenschützen nochmal. Guck mal aufs Tor aus. Die normalen Bogenschützen kommen auf den Turm. Ganz ohne Scheiß. Das Ausbringst lag mal hierher. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Das hier würde ich tatsächlich mal gerne nutzen. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir benötigen Gold. Ja, bitte mal alle hier aufstellen. Alle mal rein. Wir machen einen kleinen Deathblob, dass das einfach schnell die Rattenplage beseitigt ist. Sollte eigentlich funktionieren. Das Volk liebt euch, mein Schimpf läuft noch, wohlgemerkt noch. Ihr habt nicht genügend Güter. Maulai. Ich hätte gerne ein zusätzliches Add-on an meiner Burg. Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bös angelegt. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Merken da hier wohl. Nice. Eine Nachricht vom Schwein. Ah, das Schwein kommt jetzt. Jetzt wollt ihr es ja alle wissen gerade. Kann das sein? Na, schon ein bisschen hart. Und das ist gut. Okay. Ihr habt nicht genügend Güter. So, dann komm mal rein, liebes Schwein. Kommen Sie rin, kommen Sie ran, sogar durchs Feuer. Okay, größtenteils aber durch ein Vorratslager verteidigt. Das ist gar nicht mal so gut. Wollte ich nur mal gesagt haben. So sollte es eigentlich nicht sein. Die Bogenschützen. Jetzt geht das wieder los. Okay, die kommen da alle langsam rein. Okay, weil die mit den Pikinieren in einer Laufrichtung sind. Alles klar. Ist in Ordnung. Kein Problem. Machen wir. Ihr habt nicht genügend. Eine
Nachricht vom Schwein. Ja, geil. Ihr kennt's nicht richtig. Strengt euch mehr an. Wenn ich selbst Pikiniere machen will, übrigens, bräuchte ich Eisen. Haben wir irgendwo Eisen in der Nähe? Nicht wirklich, oder? Okay, das ist ein Nachteil. Ochsen haben es überlebt. Alles klar, ich würde mal sagen, Operation Gegenoffensive beginnt. Ich mache Hackfleisch aus euch. Operation Entrattung. You will be eradicated. Wir benötigen mehr Gold. So, jetzt tun wir mal endlich Truppen hier rüber. Jetzt tuten wir die mal wegtun. Guten Morgen, eure Lordschaft. Alles weg, wir sammeln uns mal kurz hier unten. Dann geht die Karawane weiter. Das ist natürlich das, was doof ist. Wenn ich jetzt selber Rüstungen produzieren wollen würde, was ich ja eigentlich auch will. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Dann bräuchte ich halt Eisen. Der größte Herrscher. Und das ist echt leichter gesagt als getan. Eine Nachricht der Ratte. Selbstkaufen ist natürlich drin. Gut, ich meine, wir haben die Wirtschaft zum Selbstkaufen, so ist es nicht. Wir haben so viel Stein einfach da. Das kompensiert das Ganze schon ein bisschen aus. Wir benötigen Steine. Komm, die Ausbildungslager an der Front. Yay! Erste Pikinier ist da. Ich meine, im Notfall kaufe ich die Rüstungen einfach und ich mache nur Piken jetzt ohne Ende. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Einmal aufmachen, bitte. Wusstet ihr, dass arabische Schwertkämpfe mittlerweile echt ansehnlich gegen Mauern sind? Wenn, dann macht mir aber mal hier auf, weil hier ist wirklich eine Stelle, wo man auch wirklich aufmachen kann. Ohne gleich des Todes bestraft zu werden. Ein Stück zurück. Wir wollen einfach nur durch. So, ich hätte jetzt gleich gerne noch ein Apothekengässchen, bitte. Piken, piken. Eine Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Ob das noch reicht, ich glaube nicht. Elal Amam. Herrlich. Machen wir mal so. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ist da was? Das machen wir jetzt gescheit.
Nee, ich glaube, wir gehen schon wirklich den Weg. Europäischer Flügel. Komm, wir hatten lang kein Bauen mehr. So. Arabischer Flügel. Baumeister. Und hier einfach, weil es ein Sammelplatz auch so ein bisschen ist, ein paar Apotheken zum Heilen. Dann lasse ich die Verbindung, die hier offen ist, einfach offen. Kack drauf. Ich mache hier oben noch meinen frontalen Zugang. Eine Nachricht der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. So, da jetzt wieder zugebaut ist. Die liebe Zeit haben wir Steine. Help! I'm stoned in the wall. Step red. Please help. So, Eigentlich haben wir noch übelst. Ja, stimmt, das war auch der Plan eigentlich. Ich wollte hier anecken eigentlich. Ich wollte ja sagen, ich mache so weit, bis die Ausbildungslager fertig sind. Und dann geht das auf den dritten Weg nach oben. Hi, bitte kommen Sie rein. Unsere Türen sind immer weit geöffnet. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Hi. Es werden Rekruten benötigt sein. In Ordnung. Ah, hi. Könnt ihr bitte mal mit dem Angriff aufhören? Ich würde gerne weiterbauen. Wir brauchen ein bisschen Heilung, glaube ich. Ein erträglicher Verlust. Okay, wir haben ein kleines Battle hier. Das Schöne an der Kombination war, anders als die Kombination europäische Schwertkämpfer und Pikiniere, die Schwertkämpfer bremsen die Pikiniere immer aus. Arabische Schwertkämpfer und Pikiniere komplementieren sich gegenseitig sehr, sehr gut, was die Geschwindigkeit angeht. Die bremsen sich nicht gegenseitig aus. Und das ist gut. Ich merke gerade, dass ich beim Tor aus einen Fehler gemacht habe. Sorry, so geht das nicht. Maulai, es werden Rekruten benötigt sein. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Es werden Rekruten so, diese Kombination greift mir jetzt mal die Ratte an, da ich endlich meine Ruhe habe. Vor irgendwelchen Einzelaktionen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Linovic. Wisse, Sir. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das können wir noch kombinieren. Vielleicht Sklaven und Lanzenträger. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Schultert die Waffen. So, weiter dumm. Mach ein bisschen mittig. Schauen wir nochmal, wie ich das jetzt ziehen will. Aber erst nachdem ich die Truppe losgeschickt habe. Was wünscht ihr? Hi. Vorwärts, Pikiniere. Na, ein bisschen langsamer sind sie, aber sie nehmen sich nicht viel. Also es ist wirklich sehr nah dran. Also es ist längst nicht so eine Verlangsamung wie mit europäischen Schwertkämpfern. Der Fall.
نحن تحت أمرك. Sag mal was, Wald. Der Bergfried ist komplett. Bitte sei symmetrisch. Kategorie gut genug. Amrak. Nuhayik. Lilmajd. Hier um 1 ist es leider versetzt, aber wir lassen das einfach mal optisch nicht auf uns eingehen. Man muss ja nicht alles mitmachen. So, ich beginne rasieren das ruckzuck runter. Und dann wollen wir mal rein. Angriff! Jawolski. Eine mutige Leistung. Eine Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Sehr gut, nur noch das Schwein ist da. Und da kann man jetzt mal bald ein bisschen Dominanz zeigen. Und jetzt zählt ihr nicht? Jetzt müssen wir nicht. Okay. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Ich glaube, die Finanzen werden zu langsam produziert werden auf diese Weise, aber ist egal. Bitte kommen Sie durch. Vielen Dank. Wir werden überfallen. So, alle mal bitte hier vorne sammeln. Würde mal sagen, da das der... Wisst ihr was? Das brechen wir jetzt auch mal ab. Es ist kein Platz im Vorratslager. Ziehen wir erstmal überall jetzt hin. Und jetzt, wo diese fertig sind, beenden wir das Spiel. GG. Da kommt der 10 aus dem Posten hier, lasse ich mal. Ich würde ihn eher sogar noch befestigen. Wisst ihr was? Warum nicht einfach ein kleines Fort hier hinbauen? Bisschen weiter dahinter. Vor. So. Ja, wir legen, wie ich es am besten mache. Eine Nachricht vom Schwein. Bald werdet ihr zu Schweinefutter. Ich
Geht mal bitte durch, danke. Ach, da war noch einer draußen, den die erschlagen wollten. Ich verstehe. Ein erträglicher Verlust. Okay. Wir brauchen übrigens auch Eisen, um überhaupt Rüstungen schmieden zu können, ne? Zwischendurch kaufen wir mal ein paar so ein. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. So, das Schwein greift mich nochmal an. So soll es sein. Mit Schwein. Ich meine, er hat natürlich Armbrustschützen zu verteidigen, aber es ist jetzt nicht so eine kritische Menge. Also genug arabische Schwertkämpfer rasieren da auch gut durch. Nam! Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig! Strengt euch mehr an! Der Feind rammt unser Torhaus ein. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Das ist ja wieder so ein Bilderrahmen aus dem Roman. Okay, danke. Trotzdem knapp. So, erledigt. Zum Okum. Ein erträglicher Verlust. Er rahmt unser Tor aus ein. Reibt es mit Butter ein. Okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Okay, ich merke gerade. So, es ist echt hübscher, wenn eins weiter vorne ist. Das ist wahr. So, das sieht ein bisschen mehr integriert aus. Alter Falter, jetzt plötzlich Ressourcen im Überfluss. Im blutroten Überfluss. Der Bergfried ist Ei. Es werden Rekruten. Der Bergfried ist Ei. Maulei. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Nicht nur Ei, sondern auch Maulei. Smoke. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Hier haben wir den Stadtbezirk. Hab ich das mit den... Nee, ich hab's mit den Zinn verkackt, nicht mit den kleinen Mauern. Oh Mann! Jetzt habe ich nochmal eine Mauer gemacht. Okay. Alles klar. Das gibt's doch... Ich glaube, es ist gleich beim Tor aus Anfang, oder? Besser. Wir werden überfallen! Viel besser. Nach nur viel Matik. Zum Okum. Wir benötigen Gold. Oh Mann, Kinder! Ey, ganz ehrlich. Beste, was man jemals als Idee haben kann, wenn man einen Crusader Remaster macht, ist die ganze Kollision aus den Bauern rauszunehmen. Okay. Sieht soweit doch zumindest mal anders aus. Sagen wir es mal so. Ei. Fertig ist es natürlich noch nicht. Ich könnte natürlich noch gewaltig... Wirtschaft Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord.
نحن تحت امرك سنترك حالك اوكي wir werden überfallen. Ja, ich würde mal sagen, damit da kann ich jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen, das passt so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Das ist vielleicht, das war so ein bisschen im Ansatz das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe, bevor alles ein bisschen südwärts ging. Es werden Rekruten benötigt, Sire. كما ترغب هلوم لنصرك نذهب Schauen wir mal noch wirklich die Leute ein bisschen. سنترك حالا zu diensten. هلوم أمرك نحن ذاهبون نحن في خدمتك نذهب Und dann ist gut. Es werden Waffen benötigt, Sire. Hier Türme zu bauen, würde, glaube ich, nur die Sichtlinien behindern. Ich glaube, das passt schon so, wie es ist. Ah, stimmt, hier wollte ich ihn noch nennen. Den Weg der Ummauerung gehen. Tatsächlich wieder weniger hübsch, aber hey. Denn dann gehen wir den Weg auch zu Ende, wie ich ihn geplant habe. Wir wollen ja die Asymmetrie ein bisschen kaschieren. Außerdem ist es die absolute Front zur Verteidigung. Die kann gerne ein bisschen gepanzerter sein. So, dann bereiten wir mal alles für die letzte Offensive vor. Da hätte ich gerne... Meuchelmörder habe ich zwar lange nicht mehr eingesetzt, aber wofür? Bei den Minimauern. Berittene Bogenschützen, um meine Offensive zu decken, auf jeden Fall. Schneller, wenn ich die auch ewig nicht mehr eingesetzt habe. Ja, ich würde sagen, die, unser Blob mit zusammen mit hier berittenen Bogenschützen, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Die wollen ja nicht mehr ewig hier sitzen. Komm, das wird jetzt mit einem Angriff, wird das Schwein jetzt weggespielt. Habe ich jetzt Eisen verkauft? Das habe ich dann noch. Schön. Das Volk liebt euch, my lord. Sanakomu Vidalik. Bitte, Kid. Halan, Sumokum. أين الحركة؟ كما ترغب. سنترك حالا لنصرك. ما هو رهانك؟ Okay. Ich glaube, wir können mal raus. Es werden Waffen. Ich muss raus. Maulai. Wir benötigen Gold. Schultert die Waffen. Verzeihung, alle raus, alle raus, alle raus, kommt ihr auch. Aber gern. Mal alle mit raus. Wir werden überfallen. Die Goldvorräte sind zu knapp. Alles klar. So, dann legen wir uns auch mal ein bisschen mit dem Schwein an. Ihr könnt das nicht dort platzieren, wenn es um Konflikt auf offenen Felde geht. Und auch ein bisschen um Ressourcen und so. Es werden Waffen benötigt, Maulai. Oh, ich will mal reflexmäßig Eisen verkaufen, weil ich mir denke, oh, ich habe ein bisschen viel Eisen. Das ist das, was ich extra gekauft habe, da ich extra so schnell nicht nachkaufen muss. Mann! Manchmal ist man sich selbst der schlimmste Feind, ey. Nach nur tachte Amrik. Hier könnte ich halt wirklich noch einen Turm hinsetzen. Ich hätte den ganzen Weg eigentlich runtergehen können, bis da genau noch ein Turm hinpasst. Ein großer. Wo ich glaube, mit Turm. Nee, ich glaube, ich lasse es wirklich so. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich halt immer noch mit der Burg am Rumüberlegen bin, ne? Heute war ich wirklich voll, ich weiß nicht warum, aber mein Kopf hat sich voll auf Burgbaumodus gestellt. Von Anfang an war ich wieder am vor mich hin planen, wie die Burg am Ende aussehen soll. Ihr habt nicht genügend. Das hätte fast mein Verhängnis werden können,
Aber diesmal habe ich ausnahmsweise gut eingeschätzt, dass das bei der Mission machbar ist. Mal nicht von Anfang an jetzt hier den mega effizientesten Aufbau zu nehmen, weil ganz ehrlich, effizienztechnisch schränkt man sich unglaublich ein, wenn man jetzt einfach schon mal das Vorratslager zur Hälfte zumauert, einfach nur. Was Laufwege angeht, was Wirtschaftlichkeit angeht. Ihr seht, wie wenig innenwirtschaftlich ich eigentlich habe. Also im Grunde habe ich mich wirtschaftlich extrem verkrüppelt hier. Aber ich meine, sowas muss man schon mal fast machen, wenn man ein bisschen kreativere Burgen bauen will, als immer nur optimale Wirtschaft ums Vorratslager rum und dann ein Quadrat rum oder, keine Ahnung, ein Kreis rum oder so ein Achteck rum, um es ein bisschen... Ja, ihr wisst, was ich meine. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, das Schwein möchte also kämpfen, ja? Ich komme mal gegen. Ich glaube, wir können auch mal zur Gegenoffensive ausrücken. Da kommen die Bockis! Die Bocki-Brüder. Kleines bisschen Schnetzeln auf offenem Feld. Unsere Kombination gewinnt da auf jeden Fall. Schon allein durch die Schwertkampfunterstützung. In Ordnung. Auf dem Weg. Eure Lordschaft. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Ein erträglicher Verlust. Es werden Rekruten. Was soll eigentlich meine Angriffsroute sein? Ich meine, von hier ist der direktere Weg, aber ich will eigentlich gern von da unten zuschlagen. Was wünscht ihr? Harry, was? Ihr habt nicht genügend Güter. Das ist wahr. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es ist eigentlich total, das Thema hatte ich ja schon mal, es ist eigentlich total blöd, dass ich jetzt Eisen kaufe und Rüstung verkaufe. Mit negativem Angstfaktor macht man Gewinn, aber mit neutralen Angstfaktor, nee. Ja gut, man macht auch nicht wirklich Verlust, aber... Nee. Das ist trotzdem für den Arsch. Es werden Waffen benötigt, Sire. Schön, dass wir es besprochen haben. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Ja, hi. So, mein Freund, was machen wir denn mit dir? Ich meine, du siehst mir zwar sehr anzündbar aus, aber ich möchte es mal nicht so... Ich würde gerne diesen Turm zerschießen, dann hätte ich einen Großteil der Bedrohung weg. Das heißt, mit ein paar Katapulten auf diesen Turm böllern, was gar nicht mal so einfach ist bei der ganzen Panzerung, die er außenrum hat. Mit Feuerballistenräumen zusammen mit den Briten im Bogenschützen wäre natürlich auch eine Idee. Ich muss die Feuerballisten ja nicht immer gleich zum Anzünden verwenden. Wir können damit auch mal... Gut, ich meine, zum Räumen habe ich es auch oft eingesetzt, so ist es nicht. Ei. Ei. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Einfach mal Ei. Waffen benötigt, Sire. Manchmal muss man Ablauch einfach mal ein Ei sein lassen. Oder so. Wir benötigen Gold. In Ordnung. Warum lauft ihr jetzt alle möglichen Wege bloß nicht? Naja, was ist das? Macht mal die Armbrustschützen da weg, die sind ein Problem. Auf Wiedersehen. Eure Leute. Das würde den Emir ziemlich strong machen, finde ich sogar. Also der Emir in der aggressiven KI benutzt ja europäische Schwertkämpfer und arabische Schwertkämpfer aus der Kombination aus Pikinieren und arabischen Schwertkämpfern. Ich glaube, das würde beim Emir ziemlich cool laufen. Zu Diensten. Das würde halt ein bisschen die Schwachstellen, weil das größte Problem ist, arabische Schwertkämpfer und europäische Schwertkämpfer teilen die gleichen Schwachstellen. Armbrustfeuer. Ich meine, die arabischen Schwertkämpfer sind nur noch schlimmer, was die Schwächen angeht, aber trotzdem teilen sie sich die gleichen Grundschwächen. Und das ist vor allem Armbrustbeschuss, Feuerballisten und Feuer vor allem. Und die Nicht-Buttelfähigkeit. Aber die Pikiniere, die ergänzen das sehr gut. Und haben die gleiche Geschwindigkeit und bremsen dadurch auch nicht aus. Ups, jetzt hab ich. In Ordnung. Upsi. So, zack, zack. Ihr seid hier. Zu Diensten. Dann machen wir ein paar Feuerballisten. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. Mit ein paar hätte ich gerne noch ein paar mehr. Schultert die Waffen.
Und dann geht's ab die Badi. Mein Anzünden könnte ich ihn auch bekommen. Wir machen jetzt eine große letzte Schlacht. Jetzt, wo er auch noch ein paar Truppen angesammelt hat, wieder. Was wünscht ihr? Dann kommt mal ran, meine Freunde. Wir stürmen zum letzten Gefecht gegen das Schwein. Speichern. Die hatten wir jetzt auch direkt aufs Screen weggehauen. Eigentlich gerade mit den 10.000 Stadtgold. Also wenn man es wirklich drauf anlegt, in dieser Mission, könnte man halt wirklich hergehen mit den 10.000 Stadtgold. Es ist so locker rasch einfach nur. Nur mit Schwertkämpfern dann einfach. Man könnte jede Ratte locker wegraschen, sich dann noch der ihr Stadtgold größtenteils einheimsen, bevor sie macht. Man könnte sich erstmal wirklich nur auf die drei konzentrieren, dass der Sultan erstmal noch eine andere Beschäftigung hat. Da macht man schnell den Sultan weg, da hat man so viel Gold, dass man aufs Schwein. Also ich glaube, wenn man es wirklich will, ist die Mission ruckzuck erledigt. Also extrem schnell gerascht. Wie gesagt, die Ratten raschen sich von selber mit dem Stadtgold. Einfach mal 50 Schwertkämpfe machen, damit fickt man durch über alle Ratten drüber. Vor allem nur noch mit dem Snowball-Effekt. Mit noch mehr Ratten. Eine Nachricht vom Schwein. So. Ich nehme jetzt mal ein bisschen die Deckung, die er bekommt, durch die ganzen Berittenen. Eine Nachricht vom Schwein. Jetzt mal aufmachen, bitte, danke. Bitte mal aufmachen, danke. Ich habe halt keine berittenen Bogenschützen mehr. Alle mal bitte hoch. Euer Zähler ist vertagt. So, das ist, eigentlich sollte es auch einen ziemlich guten Blob geben. Nix aus Offen und Defensive und gleichem Lauftempo. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass so ein Blob aus Pikinieren und arabischen Schwertkämpfern, einen Blob aus Pikinieren und europäischen Schwertkämpfern eventuell sogar besiegen könnte. Die europäischen Schwertkämpfer sind zwar kampfstärker, aber gerade durch die Geschwindigkeit, durch diesen leichten Geschwindigkeitsbonus entsteht der Blob schneller. Dieser kleine Unterschied könnte es ausmachen, dass ein Todesblob schneller entsteht und man mit einer eigentlich schwächeren Einheit einen stärkeren Effekt erzielt. Tschüss, Schwein. Schwein oder nicht Schwein? Ich würde mal sagen, nicht Schwein. Das ist gar nicht erst die Frage. Ein grandioser Sieg für das knallrote Gummiboot. Das war einfach nur ein... Ich habe mir einfach gedacht, okay, blutrote Flüsse, was soll's, dann nehme ich, hole ich mein knallrotes Gummiboot raus. Das Schwein hat echt gut Geld gemacht. Wir können sagen, er war nicht nur Stein, er war schweinreich. Alles klar, dann bedanke ich mich hier fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Auge des Kamels. Ah, die Mission Kreuzritterspiel mit Richard verbündet gegen einen Sultan gegenüber, den ich nicht mehr unterschätzen sollte, den Sultan nebenan. Da sollte man ab sofort immer ein bisschen auf Alarmbereitschaft sein, aus offensichtlichen Gründen. Schon allein wegen den Sklaven und einen Saladin. Oh, das könnte interessant werden. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal beim Auge des Kamels. Bis dahin. Bye bye.